Hallo Freunde, bei FC Moto TV geht es heute um die Führerscheinergänzung B196. Und ich denke mal, wir werden heute einige Fragen stellen und auch Antworten bekommen. Ich würde sagen, bis gleich nach dem. Okay, in der Plauderecke angekommen. Ihr seht, ich habe einen Gast, der schon was länger bei uns auf dem Channel ist. Der wird den Stefan kennen. Und die Leute, die frisch bei uns reinschauen oder heute das erste Mal zuschauen, das ist der Steff. Hallo, Steff. Hi, Steff, grüß dich. Der Steff stellt sich am besten mal selber vor. Ja, hallo, ich bin Stefan. Wie gesagt, ein paar kennen mich vielleicht schon. Bin Fahrlehrer aus Stolberg, mache das im Familienbetrieb mit meinem Vater schon etliche Jahre zusammen und mache das immer noch sehr gern. B196, wir sagen immer, das wäre ein Führerschein, ist es allerdings nicht, es ist ja eine Ergänzung zu einem vorhandenen Führerschein. Steff, sag doch mal ganz kurz was zu den Auflagen, die erstmal bestehen. Also, es darf derjenige zu uns in die Fahrschule kommen und diese B196 erwerben, der 25 Jahre mindestens alt ist und 5 Jahre lang auch schon die Klasse B im Besitz hat. Mhm. Das heißt, einer, der eine B196er Ergänzung abgelegt hat, hat quasi die gleichen Rechte wie jemand, der den A1-Führerschein abgelegt hätte als junger Mensch. Denn wir haben ja den Stichtag gehabt, 1.4.1980 für die Klasse 3 Leute. Genau. Das heißt, bevor jetzt irgendeiner von euch von den Displays wegrennt oder von den Bildschirmen, um in seinem Führerschein nachzuschauen, wann der Führerschein erlangt worden ist, es darf, glaube ich, niemand jünger sein als Geburtsdatum 1.4.62, damit er überhaupt die theoretische Möglichkeit hat, einen Führerschein zu bekommen. Also alle, die älter sind oder vor dem Stichtag 1.4.62 geboren sind, die für die lohnt es sich erst überhaupt in den Führerschein reinzuschauen, denn alle danach Geborenen, die kommen nicht drum rum und müssen entweder den Führerschein machen oder hätten die Möglichkeit, den B196er zu erlangen. Was vielleicht wichtig ist in dem Zusammenhang, es gab ja in der Vergangenheit, in den letzten knapp 2 Jahren, einige Milchmädchenrechnungen auch von der Presse her, dass es auf jeden Fall interessant ist, mal zu hören, was für eine Kostenstruktur überhaupt entsteht. Denn darüber würde es sich auch, wäre es überlegenswert, in welche Richtung man überhaupt geht. Sag doch einfach mal was zu deinen Erfahrungsschätzen jetzt. Rein zum Kosten ganz einfach, erstmal vorneweg. Ich glaube, da schlackern einige mit den Ohren tatsächlich, weil es wird, wie gesagt, propagiert immer auch, man hört das so in den Medien, es werden Wörtchen benutzt, wie lediglich ist nur das und das zu machen. Fingerschnippen. Zack, ich habe da, kann ohne Prüfung ganz toll einen Führerschein erwerben, habe ganz viele neue Rechte. So einfach ist es nicht. Kosten einfach auf den Tisch gebracht. Wir liegen da locker tatsächlich so Richtung 800 bis fast 1000 Euro. Ja. Weil, und jetzt glaube ich, da bist du natürlich der perfekte Ansprechpartner. Weil es doch viele Dinge sind, die zu erledigen sind. Und genau, was müssen wir alles machen? Es sind 4 Theoriestunden zu absolvieren. Doppelstunden. Doppelstunden, genau, also 4 Einheiten sind es in dem Falle. Diese 4 Theoriestunden, genau, sind die ganz normalen, spezifischen Motorradtheoriestunden, die auch einer macht, der die offene Klasse A erwerben möchte. Richtig, was kommt noch hinzu? Praktischer Unterricht natürlich. Und da sind es 10 Fahrstunden, die wir mindestens machen müssen. Mhm. Mindestens. Also 10, also 5 Doppelstunden wieder. 5 Doppelstunden. Okay. Ich glaube, in der Presse steht immer 5 Fahrstunden oder 5 Unterrichtseinheiten. Mhm. Es sind aber 5 Doppelstunden, die gemacht werden müssen. Fairerweise muss ich sagen, ganz zu Beginn habe ich auch mal, als ich noch als Motorradverkäufer gearbeitet habe, die eine oder andere tatsächlich fehlerhafte Informationen weitergegeben. Aber das Erlangen des B196 ist halt kein Fingerschnippen, wie wir es eben gesagt haben. Es entsteht schon ein Aufwand. Das, was die Leute allerdings lockt, ist die nicht mehr stattfindende Prüfung. Genau. Ich glaube, dass da einige Leute vor Angst haben. Wobei, dann wirst du, glaube ich, auch eher den Erfahrungsschatz haben, ob das wirklich die Hemmschwelle ist. Also ich glaube schon, dass viele, klar, man hat keine Theorieprüfung, ist ein Riesenpunkt, man hat keine praktische Prüfung dabei. Ne? Es bleibt wohl dementsprechend, muss man ganz ehrlich auch sagen, hat man natürlich uns Fahrlehrern so ein bisschen diesen schwarzen Peter zugeschoben und wir müssen nachher natürlich auf einer Bescheinigung eine Unterschrift setzen.
Und das muss natürlich auch gewissenhaft laufen. Das heißt, du würdest in letzter Konsequenz per Unterschrift dokumentieren, dass der Mensch, der bei dir die Fahrstunde genommen hat, auch tauglich ist. Mit einem, wie ich finde, erwachsenen Motorrad. Eine 125 ist mittlerweile ein erwachsenes Fahrzeug. Absolut. Dann am Straßenverkehr teilzunehmen. Und mit dieser Bescheinigung wandert dann der Mensch, der das bei dir gemacht hat, zum Straßenverkehr. Und dann wird das da lediglich eingetragen. Ganz genau, richtig. Okay. Ganz genau. Vielleicht auch noch, was wichtig ist, in dieser Ausbildung, in diesen mindestens 10 Fahrstunden, die wir machen müssen, sollen wir die gesamte, heißt es so schön, Ausbildung auch reinbringen. Das heißt, es gibt keine Pflichtstunden, die ich machen muss, aber ich soll alles anreißen. Heißt mit anderen Worten, ich muss auch mindestens ja irgendwo mal eine Überlandfahrt bringen. Ich muss mal auf die Autobahn auch mit demjenigen. Ich müsste sogar auch irgendwo nachts mal dann mitfahren. Und da fängt es schon fast an, dass das in dann wiederum nur 10 Stunden schon was knapp wird. Grundfahrausbildung, beziehungsweise wir müssen die ganzen Grundfahraufgaben müssen wir auch reinbringen. Also Slalomfahren, Gefahrenbremsung, etc. ist auch noch ein Ding, was natürlich damit reinkommen soll. Für eine Ergänzung. Für nur eine Ergänzung, ja. Was ich gerne noch absprechen würde, auch das ist eine Sache, wo schnell ein Missverständnis entsteht. Klar, die Prüfung haben wir gerade angesprochen, die nicht mehr stattfindet. Allerdings ist es auch so, dass ja bei einigen bei dem A-Führerschein von A1 auf A2, von A2 auf A oder auch von A1 auf A, je nachdem, wie das Alter der Leute ist, dass ja da Kosten gespart werden können. Auch da gerne ein paar Worte von dir bezüglich der 196er Ergänzung. Genau, klar darf man dann die 125er fahren. Das ist erstmal schön und gut. Man hat aber nicht die Klasse A1 in der Tasche, sondern eben nur diesen Zusatz zur Klasse B, also nur die B196. Und das ermöglicht leider Gottes nicht, wenn einer Blut leckt und sagt, hey, ich möchte aber auch jetzt auf ein größeres Motorrad drauf, was der A1-Mann hat, die Möglichkeit, dass er sagt, ich kann jetzt einfach hochgehen und aufsteigen nach 2 Jahren Besitz mit einer nur wirklich Aufstiegsprüfung dementsprechend dann in die nächste höhere Klasse. Nicht weil, möglich. Weil die Führerscheine dann auch nichts miteinander zu tun haben. Korrekt, weil B korrekt, und korrekt. A ist B einfach, bleibt B genau, und genau. Es hat nichts mit den kleineren Klassen A1 zu tun. Heißt also unterm Strich, dass man sich natürlich im Vorfeld genau Gedanken machen sollte, wie wird die weitere Entwicklung sein? Es wird bestimmt Menschen geben, die einfach Blut lecken über das normale Fahren. Hast du selber schon erlebt, bin ich mir ganz sicher. Absolut, ganz klar. Ja, also klar. Jemand, der von vornherein sagt, nein, das ist für mich eine Anschaffung, die 125er, um lediglich etwas einfacher unterwegs zu sein, bezogen auf den Arbeitsweg zum Beispiel, der wird durchaus mit dem B196 gut fahren, absolut. Aber einer, der ja auch da... Ich würde nämlich genau da würde ich auch absolut abwägen. Und ich glaube, das kommt auch nicht so ganz raus. Das heißt immer, es wird ja eine Riesenwelt eröffnet, was ganz einfach ist dementsprechend. Man muss dann wirklich Kosten-Nutzen-Faktor sich auch mal genau anschauen. Wie du es schon sagtest, einer, der wirklich nur pendelt, hier irgendwo zum Bahnhof fährt oder so, hatte ich mal einen Probanden tatsächlich, der sagte, hör mal, ich will das nur, ich brauche das wirklich nur. Ich habe einen kleinen Elektroroller, der dann in dieser 125er-Kategorie drin war. Der sagt, ich fahre damit zum Bahnhof und da steige ich in den Zug mit ein, Ende. Mehr mache ich damit nicht. Ich will keine Touren fahren, ich will nicht groß nachher weiter Motorrad fahren. Für den war das absolut okay und ausreichend. Also einer, der sehr rational an das Ding rangeht, den wirst du dann, oder dem wirst du wahrscheinlich auch sagen, hör mal, das mit der B196 Ergänzung, das macht für dich durchaus Sinn. Genau. Aber wenn du schon merkst, dass da einer mit Schaum vom Mund bei dir in die Fahrstunde kommt oder in die Fahrschule kommt, dass man dann den schon bei der Hand nehmen sollte und sagen sollte, hör mal, überleg mal, ob du überhaupt diesen Weg über diese B196 machen wirst. Ja. Denn auch da ist ja nicht uninteressant, mal über die Kostenstruktur zu reden. Ich runde jetzt einfach mal. Ja, wir klar, sagen, ja. Circa 1.000 Euro diese Ergänzung B196 ja, und circa 2.000 Euro der A-Führerschein oder auch A2, da tut sich ja dann nicht so sehr viel. Genau, jetzt könnte man sagen, im schlimmsten Fall wären das dann 3.000 Euro, wenn er den Umweg gemacht hätte. Und im besseren Fall sind das halt 1.000 Euro, die du sparst, wenn du dann überlegterweise direkt auf den A gehst. Wenn man direkt den großen Schritt macht, alles von der Pike auf lernt tatsächlich und dann aber halt sich wirklich irgendwo auch wieder was Kohle sparen kann, wenn man in den Stufen aufsteigt, in diesen 24-Monats-Rhythmus. Ja. Ich weiß natürlich auch, dass da sehr, sehr viele Leute auf einmal aufschlagen, die mit dem Zweirad, mit dem motorisierten Zweirad überhaupt noch nie Berührungspunkt hatten in ihrem Leben. Gäbe es für dich Menschen, die aufschlagen, wo du sagst, hey XY, lass die Finger davon, das ist zu gefährlich?
Oder du hast kein Talent, kann ja auch sein. Ja, immer schwer natürlich, ja, dann einem das irgendwo zu verklickern, aber es ist natürlich auch schon vorgekommen, kommt auch immer wieder mal vor. Ne? Also ich glaube, man, wenn man draußen das so sieht, viele, das sieht wunderschön aus, wenn da einer eben am See entlang rollt und es sieht immer so fluffig und locker aus. Ja. Es steckt dann doch schon eine Menge dahinter auch und klar, man muss ein gewisses Talentvermögen, koordinative Arbeit, Feinmotorik, ja, sollte man ein bisschen was mitbringen. Und es auch nicht unterschätzen, weil du sagtest eben auch nochmal, er hat es angesprochen, die Komplexität schon von heutigen 125ern. Ja. Es ist, glaube ich, nicht mehr, wie wir das früher im Kopf hatten, dass das kleine, leichte Motorrädchen sind, bessere Mofas motorisiert. Mhm. Das sind vom Fahrwerk, von Bremsen, das sind vollwertige Motorräder. Wenn ich mir überlege, ich will keine Werbung machen, aber eine KTM zum Beispiel, die RC 390, ein vollwertiges... Welche Marke war das? Welche war das? Ich meine, orange. KTM? Falls die KTM-Leute das sehen, wieder wie unsere Kontonummern sind veröffentlicht in der Videobeschreibung? Ja, Martin Hofen darf sich bei uns melden, auf jeden Fall. Okay. Ja. Aber ist ein Fahrwerk? Es ist aber, ne, die sind baugleich. Nehme ich mir die 125er davon oder eben die A2-Maschine, identisches Material, komplett. Es wird halt nur der Motor getauscht. Und das zeigt letzten Endes, es sind wirklich vollwertige Motorräder auch. Und die wollen genauso auch bedient werden, natürlich. Was es im Übrigen auch bei den anderen Marken baugleich gäbe. Stell Frage ans Gewissen. Es gibt ja extrem hohe Zulassungszuwächse im Bereich der 125er Motorräder. Ich habe irgendwas mit weit über 70% gespeichert. Und bei den Rollern ist es sogar so, dass wir weit über 100% sind als Zuwachs plus. Ja, 107%. Genau. Wird sich das auch bei der, also da sind natürlich A1, viele A1-Leute dabei, aber genau, würdest du denn auch bei dir in der Fahrschule da feststellen, dass da deutlich mehr 196er Leute aufschlagen? Also es ist auf jeden Fall zu den Zahlen total durch die Decke gegangen in der letzten Zeit, sind aber auch schon die letzten Jahre, dass eben diese 125er Zuwächse da sind, und das ist ganz klar wirklich auch auf die Jugend zurückzuführen, die also nichts mit der B196 erstmal zu tun haben. Wenn wir an den Schulen vorbeifahren, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, es ist extrem, was da wirklich an 125ern steht, erstaunlich. Auch Roller, klar. Aber doch auch natürlich, kommt immer mehr rein, die eben auch da, wo die Interesse bei der B196 auch liegt. Ja. Also ich habe Zahlen von 2020, die auch überall nachzulesen sind. Roundabout 78.000 Menschen haben diese B196er-Ergänzung im letzten Jahr abgelegt. An dieser Stelle vielen Dank an den Andreas, der das ja alles initiiert hat. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass 78.000 Menschen bundesweit verteilt sind, gibt es ja auch da genug Menschen, die grenznah leben. Da gibt es, glaube ich, eine ganz wichtige Ergänzung von deiner Seite aus. Ne? Das betrifft uns ja hier im Dreiländereck. Genau. Absolut. Ne? Und was man nicht unterschätzen sollte, ist mit dieser B196-Geschichte, schön und gut, dass ich mich auf die 125 setzen darf, damit fahren darf. Es ist eine nationale Regelung, und das bedeutet, dass die auch nur national Gültigkeit hat, also auch nur hier anerkannt wird. Das heißt, ich kann natürlich mich oben in Flensburg, kann ich mich auf den Bock setzen und kann runter mal bis München fahren. Ich kann aber nicht hier bei uns im Aachener Raum, was weiß ich, mal schnell Rötchen und hinten Richtung Belgien fahren. Da ist das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Obwohl es ja ähnliche Regularien auch im Ausland gibt, in Italien, Belgien, ähnlich, wenn die fast gleich definiert, aber es ist einfach ein anderer Führerschein. Genau, es tut nichts zur Sache. Nachher bei uns ist eine nationale Regelung und es steht bei uns die B196 eingetragen. Kann keiner dann sonst was mit anfangen im Ausland, Belgien, Holland. Also wäre ganz klar gesagt, ohne jetzt um den heißen Brei zu reden, B196 Ergänzung gilt nur in Deutschland, fahren im Ausland, damit fahren ohne Führerschein und damit natürlich oftmals auch mit Risiken belastet. Auch dann vor allen Dingen, ne, manch einer hat ja dann eventuell das im Kopf und sagt, hey, ich habe vor, ich möchte mal eine Tour machen, ich fahre mal damit zum Gardasee mit meinen Kumpels, ich komme jetzt einfach da dran, ich brauche keine Prüfung mehr. Das funktioniert nicht. Und das wird eben oft nicht in der Presse kommuniziert tatsächlich auch. Ne? Steff, ich denke mal, wir haben jetzt viele Punkte angesprochen. Gäbe es was ich jetzt noch nicht auf dem Zettel hatte? Was mir noch spontan einfällt, was auch viele tatsächlich so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen und die dann aus allen Wolken fallen und sagen, wie, was, das muss ich auch, ich will doch nur hier ein bisschen mit meinem 125er Roller ein bisschen rumfahren. Was nicht vergessen werden darf, ist, die komplette Fahrerausrüstung muss vorhanden sein. Ne? Seit 2013 haben wir die Führerscheinrichtlinie, die EU-Führerscheinrichtlinie, die das vorschreibt. Und es muss eine vollständige Fahrerausstattung da sein. Heißt Hut, Helm, Mantel von oben bis unten. Und
Also auch für die Schulung jetzt, ne? Für auch deine, für die Schulung. Für die, klar, gibt es keine Prüfung mehr jetzt im Moment. Ne? Das, da könnte man argumentieren, ich fahre doch gar keine, ich werde nicht vom TÜV irgendwie begutachtet. Aber ich bin ja dann unterwegs mit dem Schüler und mein Kollege draußen erkennt ja nicht, ist das eine A1-Ausbildung oder ist das nur diese B196-Schulung. Wir müssen, sobald wir mit euch auf der Straße sind, ist ganz, ganz wichtig, müssen wir eine vollständige Fahrerausrüstung haben. Um da ganz kurz zusammenzufassen, heißt natürlich, Helm muss ja sowieso angeschafft werden, genau. Selbst wenn man vorhätte, mit wenig Ausrüstung zu fahren. Ansonsten die zertifiziert, das muss ja zertifizierte Bekleidung sein. Es muss alles CE geprüft sein, es muss genau verkauft werden als komplettes Motorradbekleidung, aber glaube ich, da könnt ihr ja weiterhelfen. Ja, genau. da sind übrigens eine Verlinkungen in der Videobeschreibung, die Kollegin euch hinterlegt. Da schaut da einfach mal rein, was diese Zertifizierung und so weiter angeht. Aber genau. Das war natürlich ein wichtiger Einwand. Steff, versuchen wir mal so eine Art Zusammenfassung hinzubekommen. Und ich glaube jetzt schon, dass die einen Ticken anders ausfällt als in der einen oder anderen Fachzeitschrift. Das heißt, die Leute, für die der B196 interessant ist, sind eigentlich doch nur eine relativ kleine Anzahl, wenn man den Kosten-Nutzen-Faktor mit anstellt. Genau. Denn ich möchte jetzt einfach rechnerisch, das ist auch nicht so schwer, 2000 Euro roundabout der A2 oder auch der A. Auf eine A oder auch A1. Oder auch A1. Klar, logisch. Und 1000 Euro die B196. Das heißt, für die Differenz kriege ich ja im Grunde genommen schon eine komplett neue, gute Ausstattung. Eine Top-Fahrer. Genau so ist es. Ja, klar. Das heißt, ja, sag einfach mal deine Einschätzung, was du als Fachmann sagen würdest, wer da wirklich jetzt letztendlich für geeignet ist und wer nicht. Also, wem würde ich B196 empfehlen? Ganz klar den Leuten, die wirklich sagen, ich bleibe nur auf einer 125er. Ich nutze es nur innerhalb Deutschlands, ganz klare Sache. Pendler, die wirklich da eher rational rangehen und nicht emotional rangehen und sagen, für mich muss Zweiradfahren ein super Hobby, ein neues sein. Die Leute, die sagen, ich möchte weitermachen, ich sehe mich als Biker, wirklich meine Bitte an euch, lasst die B196 sein, geht direkt den richtigen Weg über A2, über offene Klasse A, lernt es von der Pike auf und dann seid ihr, glaube ich, auch da gut beraten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde da ähnlich drüber nachdenken. Das ist eigentlich auch meine Meinung. Ansonsten, wir sind, glaube ich, am Ende. Wir haben es, glaube ich, alles erschöpfend abgehandelt. Falls euch noch was einfällt, ihr ballert uns natürlich wie gewohnt über die Kommentare immer zu. Hast du diesbezüglich noch was zu sagen? Ja, natürlich. Lasst immer gerne ein Abo hier und gebt uns Däumchen hoch. Lasst Likes da, unterstützt uns und dann machen wir weiter. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Ich würde sagen, von meiner Stelle aus, tschüss und adios.